Oh wow, ich liebe es hier. Okay. Ich will als Erster anfangen. Oh, was für nette Kinderüberraschung. Und was hast du? Oh, ich habe das Gleiche. Wie seltsam. Das ist irgendwie verdächtig. Aber ich freue mich schon darauf. Oh, ich liebe Schokoeier. Oh, pass doch auf, wohin du deinen Müll schmeißt, Susie. Tut mir leid. Ich bin viel zu sehr auf die Schokolade konzentriert. Ich kann es kaum erwarten, sie zu probieren. Oh Mann, da sind ja auch noch Süßigkeiten drin. Die kommen direkt in meinen Mund. Oh, das ist mega lecker. Die perfekte Kombination aus Schokolade mit Schokolade. Ich will gleich mehr davon. In diesem Ei sind Gummibärchen drin. Ich liebe es. Jedes Mal eine neue schöne Überraschung. Und das ist richtig toll. Und hier kriege ich noch mehr Schokolade. Das ist einfach nicht zu fassen. Von Mal zu Mal werden die Überraschungen schöner. Was guckst du denn so? Kümmer dich um deine Eier. Du hast recht, es wird Zeit, dass ich das tue. Was ist das denn? Ein echtes rohes Ei? Das habe ich nicht erwartet. Glaubst du, das war's auch schon? Mach dein nächstes Ei auf. Ich hoffe, da ist was anderes drin. Oh nein, schon wieder ein rohes Ei. Das ist ja voll eklig, ich hasse es. Alles klar, da hat jemand Pech gehabt. Oh Mann, und ich habe eine neue Ladung Süßigkeiten. Schau mal, was ich mir überlegt habe. Ich werf sie hoch und fange sie mit dem Mund. Ja, das hat wehgetan. Du hättest doch einfach Nein sagen können. Hör auf, mich zu ärgern. Ich glaube, ich weiß, wie ich hier eine Lektion erteilen kann. Ich sehe, du beneidest mich. Gut so. Was ist das denn? Das ist ja gar keine Schokolade. Ich glaube, ich weiß, wie man das eingeborgt hat. Wieso hast du mich angespuckt, Susie? Das ist noch nicht alles. Hier, bedien dich. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Ich muss erstmal mein Outfit ändern. Steht mir gut, oder? Was hast du denn vor? Ich werde mir ein paar meiner Eier zubereiten. Oh ja, das riecht schon richtig toll. Geh weg, Susie. Ich werde dir sicher nichts geben. Ich wusste gar nicht, dass du so gut kochen kannst. Aber ich glaube, du wirst dein Gericht gar nicht erst probieren können. Hey, was machst du? Nein, die Eier sind direkt auf mein Gesicht gefallen. Hier kommen unsere neuen Portionen. Lass uns herausfinden, wer anfängt. Ja, ich werde es sein. Wow, das ist hier eine Flasche Cola. Hast du Glück gehabt. Und was habe ich? Auch eine Cola. Großartig. Eine von diesen Flaschen muss doch sicher aus Schokolade sein. Voll seltsam. Ich krieg meine nicht auf. Ach so, weil meine aus Schokolade ist. Vielleicht ist ja meine auch schokoladig. Nee, das ist eine ganz normale Coca-Cola. Aber dadurch ist sie nicht weniger lecker. Ist irgendetwas in meiner Flasche drin? Ist die etwa leer? Oh, ganz und gar nicht. Da ist ja noch flüssige Schokolade drin. Das ist genau das, wovon ich jetzt geträumt habe. Schmeckt unglaublich. Ich krieg gar nicht genug davon. Susie, wie siehst du denn aus? Du solltest dein Gesicht waschen. Oh, ich habe noch so viel Schokolade übrig. Was machst du denn da? Das ist doch voll unschön. Ist mir egal. Hauptsache, es schmeckt. Ich komme einfach nicht an meine Nase. So ist besser. Bravo, Susie. Ah, die Flasche habe ich ja völlig vergessen. Die ist ja auch noch aus Schokolade. Mann, ist das mega lecker. Die will ich auch noch aufessen. Gib mir doch wenigstens ein Stückchen. Nein, sicher nicht. Ich habe selber nicht genug. Was willst du? Nein, ich habe gesagt, ich teile nicht mit dir. Aber wir sind doch Freunde. Na, zum Glück habe ich noch meine eigene Cola. Ich glaube, jetzt könntest du mit mir teilen. Du hast recht, warum nicht? Schau mal, was da drin ist. Was denn? Na da, du Dummerchen. Ich habe dich ausgetrickst, Susie, und du hast mir geglaubt. Das ist nicht fair. Wie konntest du das nur tun? Denkst du, ich lasse dich damit durchkommen? Sicher nicht. Ich habe hier nämlich noch ein paar Mentos. Und wir alle wissen, was passiert, wenn ich die in die Cola gebe. Schau mal, da kommt jemand geflogen.
Warte, ich habe hier was Wichtiges zu tun. Erledigt. Ich habe nichts gesehen, Susie. Was ist denn hier los? Wieso kommt die Cola direkt in mein Gesicht? Die Situation ist außer Kontrolle geraten. Lass uns weitermachen. Ich glaube meinen Augen nicht. Chili, das habe ich auch nicht erwartet. Du fängst an. Nein, 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 du fängst an. Ich weigere mich, das zu essen. Viel Glück. Okay, wenn du drauf bestehst, werde ich anfangen. Oh, das schmeckt ja ziemlich gut. Das ist Schokolade. Da hat jemand Glück gehabt in der Runde. Moment mal, heißt das etwa, dass ich die richtige Chili-Schote bekommen habe? Bloß nicht das. Schade, dass ich nicht mit dir teilen kann. Die Portion ist zu klein. Hier kommt noch ein kleiner Bissen. Das war köstlich. Jetzt bist du an der Reihe. Ich habe Angst. Ich hasse diese Schärfe. Hey, wieso hast du die Schote geworfen? Ich wollte dich doch bloß ein bisschen erschrecken. Ich habe auch so schon Angst. Zwinge ich dich dazu? Hör auf, Mitleid wird dir nicht helfen. Also komm schon, verlier keine Zeit. Du hast recht. Je schneller ich anfange, desto schneller bin ich fertig. Oh, das ist ja gar nicht scharf. Schmeckt sogar. Das war's auch schon. Aua, du hast mir in die Stirn getroffen. Nein, ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, da hat jemand voreilige Schlüsse gezogen. Aber wir sollten noch mehr Feuer machen. Hier, trink das da. Danke dir. Ich könnte das jetzt gebrauchen. Nein, das ist Tabasco. Du hast mich reingelegt. Hilfe. Ich fliege ins All. Aber es ist voll schön hier. Schönen Flug noch, Susie. Bloß nicht das. Ich falle runter. Hilf mir. Oh, das hat wehgetan. Sorry, das war aus Versehen. Was für schöne Torten. Ich bin bereit, das Dekor für meine auszuwählen. Wow, die Gummiwürmer sind toll. Mila, sieh nur, wie viele es gibt. Jetzt bist du an der Reihe, das Rad zu drehen. Ich fürchte, ich werde etwas weniger Leckeres bekommen. Ich wusste es. Echte Würmer sind eklig. Igitt, sie sind so hässlich. Sie kann ich nicht auf meine Torte legen. Es lässt sich nicht ändern, ob du willst oder nicht. Du musst es tun. Ich schließe meine Augen, um es nicht sehen zu können. Mami, sie bewegen sich. Das ist so schrecklich. Warum nimmst du so wenig? Du musst alles einbauen. Ich hätte nicht gedacht, dass du so grausam bist, Kate. Ich dachte, du wärst meine Freundin. Ja, das ist nicht der beste Anblick, aber das ist nicht meine Schuld. So sind die Regeln. Ich will es nicht in den Mund nehmen. Die Würmer werden sich bewegen. Das kann ich sicher nicht überleben. Das ist ekelhaft. Ich muss sofort eine andere Torte essen. Igitt, es ist immer noch eklig. Sie schmeckt noch nach Würmern. Ich glaube, da krabbeln etwas auf meinem Gesicht. Oh nein! Noch Würmer? Ich bin schon satt. Sie krabbeln sogar in mein Haar. Wann wird das enden? Könntest du vorsichtiger sein? Ein Wurm ist mir direkt unter die Nase vorbeigeflogen. Gut, dass du alles aufgegessen hast und jetzt bin ich mit meinen Gummiwürmern dran. Eine bessere Dekoration kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin mir sicher, dass sie meine Torte nicht nur dekorieren, sondern auch viel besser schmecken lassen. Sieh nur, wie hübsch sie sind. Es sieht wirklich erstaunlich aus. Und wie köstlich es ist, kannst du dir nicht vorstellen. Ich könnte eine ganze Torte auf einmal essen. Eine bessere Kombination kann ich nicht mehr vorstellen. Kate, könntest du mir eine Freude machen? Gibst du mir wenigstens ein Stück ab? Bitte. Du sagst Quatsch. Darauf brauchst du nicht einmal zu hoffen. Eine andere Antwort habe ich nicht erwartet. Okay, ich werde dir eine Lektion erteilen, Freundin. Was ist das? Ein Angriff? Ich kann für meine Torte entstehen. Mal sehen, wer sich als stärker erweist. Verteidige dich. Verteidige dich selbst. Ich weiß, wie man angreift. Das ist ein ganz schöner Schlag. Du bist sehr gut im Kämpfen. Ich bin bereit, alles für die Torte zu tun. Ich habe verloren. Ich darf die Torte nicht probieren. Daran werde ich dich erinnern. Ich habe einen neuen Plan. Was machst du da, Mila? Jetzt gehört die ganze Torte definitiv dir. Na, das ist doch perfekt. Schlammig. Ich bin bereit, das Rad wiederzudrehen. Das wird mich wegwehen. Was für ein starker Wind. Oh nein, das kann nicht sein. Das sind die Chilischoten.
Endlich hast du etwas Eckliges, nichts Süßes. Mal sehen, wie du es schaffst. Ich bin sicher, dass das Glück dieses Mal auf meiner Seite ist. Du hast Kaugummi-Augen. Das ist nicht fair. Warum denn? Das ist gerecht. Das Schicksal hat entschieden. Schau mal, wie gut die Kaugummi-Augen auf meiner Torte aussehen. Oh mein Gott, das ist die beste Kombination. An diese Torte werde ich mich immer erinnern. Ich möchte es auch probieren. Niemals. Du hast mit mir nicht geteilt und ich werde es auch nicht tun. Bist du verrückt? Du hast mir fast verletzt. Jetzt wirst du sicher nicht mehr meine Torte anfassen. Und wozu brauche ich diese Gabel? Ich esse sie mit den Händen, so schmeckt sie besser. Und außerdem kann man viel mehr auf einmal in den Mund nehmen. Ich kann mir nur vorstellen, wie köstlich das ist. Da wird ein Traum wahr. Du hast recht, aber es gibt einen Nachteil. Es ist zu schnell ausgegangen. Hm. Es ist nur noch ein Kaugummiauge übrig. Ich werfe es hoch und fange mit dem Mund auf. Oh nein, das habe ich verfehlt. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ein wahres Geschenk des Schicksals. Ich habe es geschafft, die Weingummi doch noch zu probieren. Und jetzt ist deine Chili-Torte. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Okay, ich fange mit der Dekoration an. Übrigens ist es ganz gut gelungen. Schau mal, wie gut diese Farben zusammenpassen. Jetzt sag mir, wie deine Torte schmeckt. Ich könnte ohne das leben. Es scheint, ich muss es tun. Ich spüre schon etwas Scharfes. Ich mag kein Chili. Warum so wenig? Nimm mehr Stücke auf einmal. Du wirst sehen, es wird nichts Gutes dabei herauskommen. Versuche nicht, mich zu verwöhnen. Iss alles auf. Alles. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Oh nein, ich glaube, Feuer kommt. Mami, ich brenne. Vielleicht hätte ich es doch übertrieben, sie den ganzen Pfeffer essen zu lassen. Warte, Kate, ich hole dir etwas Wasser. Das hilft sehr. Ich danke dir. Ich bin jetzt an der Reihe, das Rad zu drehen. Kaktus? Wow. What? Aber es ist stachelig. Wie soll ich das essen? Warte eine Sekunde. Ich glaube, da war ein Fehler. Das Rad ist auf dem Pommes stehen geblieben. Also gut, es gibt keine Möglichkeit zu schummeln. Stimmt, mich kannst du nicht täuschen. Jetzt drehe ich das Rad. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich etwas Leckeres bekommen werde. Kaugummi, mein Bauchgefühl hat recht. Wow, so viele Sorten. Du hättest mir wenigstens einen von ihnen geben können. Niemals. Ich möchte sie alle selbst ausprobieren. Ich denke, wenn man die Farben kombiniert, wird es sehr hübsch und hell. Gott, das riecht lecker. Ich kann mich kaum zurückhalten, es zu essen. Es ist wirklich toll geworden. So eine Torte würde ich auch gerne mal haben. Man muss nicht alle Kaugummis für die Dekoration verwenden. Man kann sie auch einfach so essen. Du hast recht. Schau. Ich habe ein Herz. Wow, das ist wirklich schön. Ich denke, es würde die ganze Komposition perfekt abschließen. Das ist genial. Du bist eine wunderbare Dekoratorin. Danke dir. Der große Moment ist endlich gekommen. Ich kann ausprobieren, was ich gemacht habe. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es wahnsinnig lecker ist. Oh ja, du hast hundertprozentig recht. Ich werde nicht aufhören, bis ich alles aufgegessen habe. Kate, aber du bist total schmutzig. Wo sind deine Manieren? Gib es zu, du bist einfach neidisch auf mich. Ich hatte ganz vergessen, dass man aus Kaugummi Seifenblasen machen kann. Vielleicht hörst du auf. Diese Blase macht mir Angst, sie ist wirklich groß. Schluss, ich muss jetzt aufhören. Entschuldigung. Was hast du getan, Mila? Ich bin ganz schmutzig. Das ist ungeheuerlich. Aber es ist deine eigene Schuld. Ich habe dir gesagt, du sollst aufhören. Aua, was für ein stacheliger Kaktus. Ich kann es nicht essen. Denke dich etwas aus, das ist dein Problem. Ich habe eine Idee und ich werde versuchen, sie zu verwirklichen. Ich fürchte, diese Schere wird nicht funktionieren. Ich brauche etwas Kleineres. Diese ist auch zu groß, aber die Manikürschere ist genau richtig. Es ist an der Zeit, meinem Kaktus die Haare zu schneiden. Die Stacheln stehen nicht gut für ihn. Das war also dein Plan. Genial. Danke. Ich hoffe, ich kann jetzt meine Kaktusorte essen und mich nicht verletzen. Aber warum dauert es so lange? Ich schlafe schon ein. Wach auf! Was hast du gemacht? Ich habe mir wehgetan. Beeile dich, dekoriere deine Torte und iss schneller. Ich habe es verstanden, ich muss meinen Kaktus reiben. Dann wird es viel bequemer sein, ihn zum Dekoration zu verwenden.
Sieh nur, wie gleichmäßig die Schicht ist. Ich habe gute Arbeit geleistet. Sehr gut. Jetzt ist die Zeit herausfinden, wie es schmeckt. Der Kaktus ist ein bisschen bitter, aber insgesamt schmeckt alles nicht schlecht. Das ist großartig. Ich bin bereit anzufangen. Oh, was für eine unangenehme Überraschung. Ich hasse alles, was scharf ist. Das tut mir wirklich leid für dich. Mal sehen, was mich erwartet. Yeah, ich krieg eine Kinderüberraschung. Yummy. Oh, ich liebe diese Schokolade. Ich glaube, es gibt echt nichts Köstlicheres auf der Welt. Mach den Mund zu und mach dich an deine Schote. Ich will aber nicht. Die wird doch mega scharf sein. Aber vielleicht kann ja die Schokolade das Problem lösen. Das muss ich probieren. Wobei, Moment mal, ich muss ja nicht unbedingt beißen. Ich kann einfach die Schokolade ablecken. Nein, so geht das nicht. Oh Mann, ich wusste, dass du das sagen würdest. Okay, schließlich bin ich tapfer und kann das schaffen. What? Oh nein, jetzt brennt mein Mund. Ich glaube, ich brauche hier einen guten Schutz. Ich kann das nicht mehr zurückhalten, ich brenne. Könntest du bitte in die andere Richtung Feuer speien? Tut mir leid, ich konnte mich nicht beherrschen. Ich brauche jetzt dringend was zu trinken. Oh ja, das fühlt sich echt viel besser an. Was für eine Erleichterung. Es ist endlich vorbei. Da bin ich froh. Hey, was lachst du so, Susie? Dein ganzes Gesicht ist voller Ruß. So ist besser. Nein, bloß nicht da. Ist mein Schokoeis geschmolzen. Das war ein Zufall, tut mir leid. Das interessiert mich nicht. Ah, aber da ist ja noch das Überraschungsei drin. Fantastisch! Und da ist ja noch ein klitzekleines Kinderüberraschungsei drin. Ich muss sofort die Verpackung abnehmen. So ist gut. Jetzt kann ich es probieren. Ah ja, das will ich ja noch in die Schokolade tunken. Das wird sicher noch leckerer schmecken. Kann ich auch was haben? Nein, sicher nicht. Ein Ei hast du mir bereits schon ruiniert. Mann. Nächste Runde, wie aufregend. Lass mal schauen. Ui, das sind ja Poppets. Sehen super aus. Ich will Erste sein. Komisch, das fühlt sich ja voll seltsam an. Ist das Ding kaputt? Keine Ahnung. Ich muss mal genauer hinschauen. Oh Mann, ich habe das Ding zerstochen. Jetzt ist da ein Loch drin. Wie komisch. Oh. Ah, das Poppet riecht ja toll. Wow, das ist ja Fruchtgummi. Großartig. Ist ja eine schöne Überraschung. Hoffentlich ist meins auch essbar. Das geht ja gar nicht. Daran kann ich mir ja die Zähne zerbrechen. Aua, das hat wehgetan. Oh. Beim nächsten Mal wirst du dir das nicht in den Mund legen. Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss meinen Lecker-Schmecker-Poppet noch in die Schokolade tunken. Jetzt ist das Ding noch besser geworden. Sowas habe ich noch nie probiert. Kannst du mir auch was abgeben? Nur ein Stückchen. Nein, sicher nicht. Ah, dann werde ich wohl einfach so mit meinem Poppet spielen müssen. Ah, ich glaube, ich habe mir was überlegt. Ich werde mein Poppet einfach mit Schokolade auffüllen. Hey, wo willst denn du hin? Jetzt muss ich das in den Kühlschrank stecken. Wow. So. Und jetzt ein bisschen abwarten. Ich glaube, wir sind soweit. Genau gut. Die Schokolade ist hart geworden. Wo warst du denn so lange? Das siehst du gleich. Schau mal, ich habe ein Schokopoppet bekommen. Yummy. Ist das nicht cool? Ich glaube, da kann ich noch ein bisschen Schokolade hinzufügen. Und jetzt probieren. Das ist einfach fantastisch. What? Kannst du mir vielleicht auch was abgeben? Das kannst du vergessen. Mann, bist du gierig. Dann werde ich mir einfach dein Poppet wegnehmen. Jetzt gehört es mir. Oh, ich mag diese Knöpfe. Und noch mehr und noch mehr. Das ist so schön entspannend. Hey, das war mein Poppet. Gib es zurück. Du brauchst es doch eh nicht. Gib her. Was hast du angerichtet, Mia? Du hast es zerrissen.
No! Susie, wo bist du? Das Puppet ist ruiniert. Du hättest es mir nicht wegnehmen sollen. Wobei, man kann damit immer noch spielen. Ah, du hast ja recht. Voll cool.